Gut, dann brauchen wir noch ein Sofa. Ich stelle das mal so hier hin, dann könnte man nämlich nochmal einen Fernseher an die Wand hängen. So ein bisschen als Raumteiler fungiert. Weiß nicht genau. So. Brauche hier einen kleineren Tisch. Schrank, logischerweise. Was ist das für ein Schrank? Stellen wir diesmal hin. Also wir brauchen zwei Regale. So, wir brauchen noch ein Badezimmer. Stimmt. Das ist ganz vergessen schon. Wir wollen eine Badewanne. Wir wollen komischerweise auch noch ein WC. Dann wollen sie bestimmt auch noch ein Waschbecken. Cool, also ein bisschen andocken würde hier. Kriege ich schon irgendwie nie hin. Scheiße, diesmal ein bisschen minimalistischer. Hier könnte aber vielleicht noch eine Dusche reinpassen. Und dann würde ich das Ding hier mal hier hinhängen eher. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Deko. Ich glaube, andersrum wäre es doch schnell gegangen im Scrollen. Kerzen. You are, you are, you are, you are, you are, you are.
Was auch schon mit Kerzen. Wie viele Kerzen denn noch? Pflänzchen. So. Dann halt nicht. Gut gehalten. War genauso geplant. Die Fensterbahn kann ich scheinbar nichts stellen. Die scheiß Orchidee. So. Can you hear that? It must be that crazy hen again. She's on one of the hotel floors. See if you can find her. One of the hotel floors, ja. Wir haben nur einen bis jetzt. So. Hätten wir eigentlich unten ein Restaurant auch nehmen können. Ich möchte dem Paar jetzt aber noch einen Fernseher gönnen gerade. Die Lampe sieht ein bisschen scheiße dann. Stell ich mal hier hin. Ja, also wir haben es auf jeden Fall hässlicher gemacht. So viel steht fest. Müssen wir wieder einen saublöden Huhn spielen. Ja. Das ist ein bisschen lächerlich. Was soll denn das? Was passiert, wenn wir verlieren insgesamt? Ja,
können wir insgesamt wenigstens wieder noch gewinnen jetzt. Danke. Gucken wir mal, was wir aus dem Zimmer hier machen, ne? Was es so hergibt. Auf jeden Fall mehrere Räume. Die sind sehr ungleich hier. Normalerweise in Hotels hast du immer so ungefähr gleiche Räume. Aufbau. Je nach Kategorie halt, aber. Hier ist jedes Zimmer ein wenig anders. Was eine Matratze. Einmal die Tür raushauen. Komisch für die Zustände. In denen die Zimmer da immer sind, sind die Türen eigentlich noch ziemlich gut, ne? Irgendwie komisch, dass hier jedes Badezimmer mehrere Türen hat. Ich glaube, das ist soweit fertig dann. Ich habe mir gar keine goldenen Eier mehr gefunden in letzter Zeit. Ich nehme es zurück. Hier ist noch Müll.
tief hängt die denn? Gut, die war vielleicht über dem Nachtschränkchen, ne? Gut. Dann ziehen wir hier mal den Boden rein. Und eine Decke. Hi Leute, ich nehme dieses Wochenende an einem Surfwettbewerb teil, muss irgendwo unterkommen. Ich will ein Zimmer mit cooler Atmosphäre, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, 23 Minuten Zeit, ich mache erstmal hier die Decke kurz. Hier schon auch was. Das war hier irgendwo noch besonders, ne? Wenn wir schon hier sind. Falsch rum. Hier, so will ich reiten. So, Decke ist gemacht. Beziehungsweise Decke wird hier noch fertig gemacht. Habe ich eine falsch, glaube ich, angeklickt eben. Nur Probleme. In welchem Zimmer? Das bringt mir wohl nichts. Ich muss wohl erst das Ventil schließen. Das wird immer wieder hier dreckig. Ich würde auch lieber mit der dummen Kuh an der Rezeption tauschen. Als hier alles renovieren und sauber halten. Vor allem, wie oft bricht denn hier bitte in Wasserrohr? Wieso müssen wir eigentlich nie den Aufzug reinigen? Der muss ja wohl auch dreckig werden. Wieder die falsche Seite. In dem Spiel ist alles seitenverkehrt für mich.
Wenn er mal rübergehen würde, wäre es einfacher, ne? Bisschen hier aus, hier geht's noch, ne? Gut. Ich war hier am Streichen, glaube ich. So wie es hier aussieht, liegt das jedenfalls nah. Weiß nicht. Aber so. Ach, das Scheiße, das war richtig. Habe ich es korrekt? Da nicht. Ja, wo war da noch ein Stück? Hier. Irgendwas übersehe ich immer. Dann will ich aber noch gerade im Bad. Ich mache hier mal so einen Streifen lang, ne? So. Und ein Fußboden wäre natürlich noch schön hier. Gut. Ich glaube, bevor ich mir poliere, mache ich mal direkt erstmal im nächsten Zimmer. Den Grundriss. Ich habe gerade Lust drauf, das in der Reihenfolge erstmal zu machen. Schon die ganze Tricksarbeit erledigen. Mache ich eigentlich hier so Spinnenweben weg, diesen Restaurant nehme ich immer noch. Warum hat das jetzt einmal so nachgeschlagen? Da erschrecke ich immer. Stand denke, hier ist ein Geist mit mir im Zimmer. Du, 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 du.
Immer derselbe. Aber irgendwann haben wir in jedem Zimmer so ein Surfbrett hängen. Kann ich das aufheben? Ja. Trotz Hammer. Und einmal weggehauen. Was hat denn da gehängt? Was ein Klo. Sauber, 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 sauber. So, dann selbes Spiel wie immer. Spiel langsam kennen. Ich klicke jetzt einfach 100 mal auf die Scheißdicke. Jede Nische extra machen immer. Hallo? Gott sei Dank, ich hatte schon Angst, dass jetzt den Boden weghaut. So. Das sieht ja mal schon mal ganz gut aus. Ich weiß, ihr könnt wahrscheinlich keine so akzentuierten Wände mehr sehen, aber das ist einfach mein Style. Das ist etwas, was immer muss. Immer mal ein kleines bisschen anders, aber das Prinzip ist immer dasselbe.
Da es recht dunkel ist, lasse ich das mal so mit zwei Wänden. Und immer noch über Spinnweben. Kann ich da eigentlich mit dem Staubsauger vielleicht so auf die Decke halten? Nö, die bleiben einfach. Na dann bleiben die halt. Hier wenigstens schon mal Licht. Hänge ich dann hier auch schon direkt mal auf. Kleines bisschen versetzen. Ah, hä? Bisschen komisch, gut. Würde ich sagen, machen wir hier ein Bett hin. Einfach mal ein bisschen zwischen den Zimmern gerade hinterher. Oh no, the electricity is out. Oh. I think I saw the fuse box in the basement. Was ist das? Dann gehen wir mal nach dem Strom schauen, mal wieder. Zur Hochzeit müssen wir eigentlich das Restaurant auch sauber halten. Das ist aber ein komisches Restaurant, so wie die sich verhalten. So wie die sich verhalten. Mein Gott. Richte ich mal noch schnell die zwei Zimmer hier ein. Das jetzt. Angeblich fehlt hier Boden. Jetzt nicht mehr. Gott sei Dank. Oh, dann halt da in die Ecke. Weil ich überall dieselbe Einrichtung habe.
Bestimmt auch wieder zwei Stühle. Dass immer zwei sind. Ein Sofa. Kann ich da nichts in die Ecke stellen? Wegen der Spinnenweben oder was? Wen dann? Wer hat hier wenigstens mehr Platz drin? In der Bude. Den stelle ich den. Wo sind der jetzt? Den großen dahin? Ich wollte den jetzt erst so ein bisschen drehen, aber ich dachte, wenn man dann vorbeiläuft, stößt man sich viel eher ein Bein an der Kante. Nicht alles, was schön ist, ist auch praktisch, ne? Den stelle ich das Ding hin. Ein Sessel. Egal wie groß das Zimmer ist, sie bekommen alle dieselbe Ausstattung. Das ist eigentlich bescheuert. Ich bin hier im falschen Zimmer. Ein Schränkchen. Zimmer ist noch total leer, bis ich hier fertig bin. Während das andere total überfüllt ist. Schrank stelle ich mir hier in die Ecke auch wieder. Das ist jetzt mit dem hier identisch, ne? So in etwa. So. Dann mal schlafen gehen und die Folge hier beenden, fällt mir gerade auf. Dann eben nicht Bart, sondern dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin sage ich mal ciao.